Tschüss. Wo führt mich das Spiel jetzt hin? Hallo, ich bin in der ersten Klasse gespawnt und ich möchte da jetzt auch weiterbleiben. Jetzt bin ich hier bei der... Was ist das für ein Ding? Ah. All third class passengers this way, please. Did you check the lower decks this time? I swear to God, if we find any stowaways again, you'll never set foot on a ship again. Irgendwie habe ich total das Feeling gerade von Titanic. Ey. Ja, ich weiß ja, ne, der Flötentyp, der da gepfiffen hat wie die Weltmeister, dass die aus der ersten Klasse doch bitte die Boote beziehen. Schön gemacht, ne? Sieht echt verdammt geil aus. Sag jetzt nicht, ich kann hier runter. Ist das dunkel da unten? Da will ich nicht hin. Kann man das bedienen? Nö. Kann ich hier hoch? Nö. Oh, ne. Okay, hier gibt es den einzigen Weg, ist das wohl hier. Das Spiel wird wieso über mehrere Streams gehen, Leute. Wir werden das heute ganz sicher nicht zu Ende spielen. Ist ja Logo. Also, für die Leute, die Layers of Fears 1 nicht gespielt haben, das steigert sich und irgendwann ist das so mittendrin und dann geht's richtig ab. Scheiße, sowas. Was bist du? Du bist doch kein Delfin. Was ist denn das für ein Fischi? Hat das jemand schon geschrieben? Ich weiß es nicht. Oh, hallo. Oh, was schick. Komm. Ist doch schick angezogen. Für dritte Klasse? Nicht schlecht. Ja, ein bisschen aufräumen hätten sie ja auch können. Aber ich weiß nicht, vielleicht sind sie ja geflohen. Ah, hier kommt was. Also es wird ein Film auf diesem Schiff gedreht, ne? So wie es ja... Wird ja die ganze Zeit über Filme, Regisseur und Gigs und so weiter geredet, also. Unlesbarer Name. Ah, ein Schiff vollgepackt mit Filmstars, sehr schön. Das ist schön, interessant. Das sind übrigens kleine Schnipsel, die werden immer mehr oder weniger wie so ein Puzzle. Man kann das dann zusammensetzen. Ist das schön. Ja, es ist wie Titanic, ne? Ich habe auch gerade irgendwie gedacht, warum hat man nie ein Titanic-Spiel gemacht? Das könnte man so gut machen. Man sieht das doch hier, wie cool das geworden ist. Das gibt so ein gedrücktes Feeling. Irgendwie total unangenehm, sage ich euch. Nein! Nicht die Türe immer hinter mir zumachen. Ein Punching Ball, Punching Sack. Ach, hier waren so ein paar Matrosen, die haben hier heimlich gesüffelt, ne? Wenn Lampen flackern, dann wissen wir meistens, dass Geister da sind. Aber auf dem Schiff flackert, glaube ich, ziemlich viel.
blinde Passagiere werden nicht toleriert. Okay, schade. Jack darf also nicht mit. Ja, bestimmt gibt es ein Titanic-Spiel, aber glaube ich nicht so in diesem Style hier, ne? Hier gibt's Schuhe. Sonst nichts. Mal wieder zu. Ah, weiß nicht, wofür der Schlüssel ist, aber wir haben einen Schlüssel. Kling. Ab zu mit dir, Schublade. Mensch, geh zu. So halb zu. Warum kann ich den anmachen? Oh, eine kleine Kanone. Und hier tropft es. Ah, hier sind die Rohre, die Abwasserrohre, die hier vorbeigehen. Sehr schön. Wenn man da oben jemanden, naja, Dünnpfiff hatte und das dann öfters mal hier vorbeifließt, sehr schön. Das nervt mich aber. Machen wir hier aus. Machen wir hier keinen Stress hier. Komisches Ding. Habe ich das schon gelesen gehabt? Weiß ich nicht. Habe ich das gelesen gehabt? Ah ja, genau. Das hatten wir gelesen gehabt. Hier war noch eine Tür, ne? Ah, da war die Tür, genau. Hier kommt nichts mehr. Kann man da jetzt wirklich nicht mehr raus? Da gab es doch noch hinten Gänge, die ich noch gehen konnte. Das ist aber doof, dass ich jetzt diese Abzweigung schon so schnell gefunden habe. Ah. Hallo. Oh, hier ist alles kaputt. Oh. Bitte kein Schockmoment jetzt schon. Wir müssen erstmal rausfinden, was überhaupt hier passiert ist. Warum bin ich denn hier alleine auf dem ganzen Schiff? Wo sind hier... Oh, hier ist ein Wanderstock. Der macht die komische Geräusche. Warum bin ich denn hier alleine? Verstehe ich es nicht. Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken or disfigured. All that nonsense. Den würde ich mitnehmen. Der sieht schick aus. Ja. Alles so ganz komisch. Ja, das sind alles Sachen von dem Filmset. Hallo, da oben geht's hoch. Boah, ist das schummrig da hinten. Da wollen wir gar nicht erst wieder weiter hingucken. Nicht, dass da irgendwas vorbeiläuft. Dann mache ich das Spiel aus. Ich hab doch gesagt, wenn da was kommt. Und jetzt, nee. Und jetzt flackert das Licht. Das war nicht wie eben. Ich will ja nicht. Dann kann man nicht wieder zurück. Ich finde immer den Start bei den Horrorfilmen am besten, Horrorspielen am besten. Das ist immer so gemütlich und so schön. Hallo? Ja, gib mal Hammer. Gib mal Hammer, Mann. Warum machen wir das? Hallo? Ich mag das nicht, wenn es flackert. Der arme Typ hier. Die anderen sind da oben. First Class, Second Class. Und dann kann der hier in so einem Scheißraum hacken, hier hocken. Red Hero. In dem kleinsten, beschissensten Raum, oder was? Oh, Morsezeichen. Da bin ich mal gespannt, wann wir das machen müssen. Wenn es noch mehr... Ihr wisst es ja, wenn es flackert, gibt es Geister und Monster. Meistens sind es Geister. Und wenn es noch mehr flackert, sind die eigentlich mit mir im Raum. Das war eben nicht hier. Da war doch eben ein Sessel. So eine Art Sesselbank. Und da war doch die Kiste mit... Hallo?
Das ist da. Ich verstehe es nicht mehr. 3-mal kurz, 3-mal lang, genau. Okay. Die ist zu. Okay. Gehst du in eine Tür, kommst du ein Flur, wo es dann nochmal zu einer Tür geht. Was für eine Verschwendung vom Platz. Okay, ich hab's verstanden. Ich will nichts verpassen. Wenn Türen aufgehen und sagen, du musst jetzt hier rein. Hallo? Oh, hier geht's rein. Ich muss ganz kurz woanders rein. Bleib da. Oh, so ein großer Raum. Auch wieder für eine Frau, eine schöne Frauenhut, wie man sie kennt aus der alten Zeit. Sag mal, glimmt die Zigarette noch? Kann mir jetzt mal jemand bestätigen? Die glimmt doch, aber die raucht doch nicht. Toiletten wieder? Okay, das sind die Arbeiter vom Schiff. Mal gucken, was auf der anderen Seite ist. Oh, ich kann es nicht umdrehen. Nee, ich kann es nicht umdrehen. Schade. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Ich mach's trotzdem an. Okay. Wir müssen leider alles durchsuchen. Ihr kennt das ja. Wir müssen alles durchsuchen und dann finden wir auch das Puzzle. Ah, ist ein Dia. Ja, wir haben das erste Dia gefunden. Dia 11, glaube ich, ist das. Und das ist einfach nur, nee, es ist ein Datum vom Weißdecker, 23.11. Ja, cool. Errungenschaft. Ein Stück des Lebens habe ich gerade erhalten. Ein Stück des Lebens. Okay. So, sie sind eigentlich total geschmackvoll eigentlich eingerichtet. Auch hier für die zweite oder dritte Klasse. Huh? Huh? War das eben auch schon so? Hä? 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 Ich bin doch... Dex, frag dich nicht. Frag dich nicht. Ich bin doch hier reingegangen. Hier war doch ein Durchgang und das Badezimmer. Hä? Ah, da ist noch was. Also ist, ich bin da, denke ich, ich bin ja auch eine Schauspielerin. Was mich immer so ein bisschen stutzig macht, das erste Spiegelbild, was wir gesehen haben, in dem Spiegel, wo ich mich erschrocken habe, warum war das Gesicht auf dem Spiegel, hat das weiße Augen gehabt? Unleserlicher Name. Über unleserliche Namen. Okay. Hier war ich doch. Ich war doch hier eben drin, genau. Aber das hatte ich eben nicht gesehen gehabt. Ich habe das schon gewusst, ey. Dass du. Oh. Ich habe jetzt gerade gedacht, das geht nicht auf. Hallo?
Boah, sobald sich was bewegt, gehen bei mir die Haare hoch hier. Boah, ist das echt. Au. Darf ich wieder ein Bild malen? Was für eine schöne Anspielung, ne? In dem Raum, wo gemalt wird, spukt es. Ist das eine Anspielung auf den ersten Teil? Wisst ihr noch, den ersten Teil, da gab es doch auch Schränke voll mit Flaschen. Aber, und wir hatten doch, glaube ich, auch mal so eine Szene gehabt, da habe ich den Schrank aufgemacht und dann sind die Flaschen rausgefallen und ich habe mich so mega erschreckt. Habe ich irgendwie das Gefühl? Ist so, glaube ich, ne? Ist das eine Anspielung? Ich habe immer so, ganz ehrlich, wenn man nachher drin ist und du kriegst einen Schocker nach einem anderen, dann ist es schon unangenehm. Aber wenn du wartest auf den Moment, das ist nicht gut. Das ist echt böse. Oh, ist das dunkel hier in der Ecke. Oh, schöne Ecke, aber auch schon zum Essen hier, ne? Schön. Nur kein Licht an. Sehr schön. Warte mal ganz kurz, bevor ich jetzt in diese Tür gehe. Da, ich wusste es doch. Irgendwo muss doch für mich was sein. Müssen wir nämlich auch noch. Wir müssen ja gucken. Nicht, dass wir weitergehen haben, dann wieder vergessen, irgendein Zettelchen zu lesen. Das kann ja auch passieren. Sehr geehrter Gast. Man schreibt doch nicht Gast. Man schreibt doch, wenn ich doch jemanden anschreibe, den ich verwundere, dann schreibe ich doch, weiß nicht, George Clooney oder sowas. Sehr geehrter George, sehr geehrter Herr Clooney oder so. Dann schreibt mich doch nicht Gast. Oder ist das, was der Captain vom Schiff oder sowas? Sonst ist noch was hier? Nix. Okay. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Ich mag das nicht. Ich wusste, dass das so scheiß Tür zugnähst. Aber wenigstens knallen die nicht so wie bei Layers of... Oh, das leckt. Irgendwas passiert gerade. Irgendwas ist gerade geladen worden. Irgendwas ist unangenehm. Irgendwas ist sehr unangenehm. Warum qualmt's hier? Woher kommt der Qualm bitte? Ich kann das irgendwie nicht ganz verstehen. Mann ey! Guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets him on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer.
So what if the guy's a little nuts? He's a director. It comes with a job. I mean, what's he gonna do? Kill ya? Loop. So wie es aussieht, es gibt hier einen Loop. Aber trotzdem kommt immer wieder was Neues dazu. Irgendwo kommt auch Musik her. Und das Flackern gefällt mir wieder gar nicht. Ich mag es nicht, wenn die Türen so schnell auf zuknallen. Jetzt komme ich von der anderen Seite. Ich gehe in diese Tür raus und gehe in diese gleiche Tür wieder rein. Das finde ich so cool. Hier ist ein Stück Maske, ist das? Das ist ein Stück Maske, ja? I think it's all an act. Oh, jetzt ist aber kaputt gegangen. Das wollte ich nicht, ganz ehrlich. Das ist nicht meine Schuld. Es ist nicht meine Schuld. Huh? Jetzt sind die ganzen Koffer aufgeräumt, waren sie eben auch, aber hier war der Wagen davor, ne? Ich weiß nicht, wo die Musik herkommt. Ich habe keine Ahnung, wie ein Radio ist. Langsam geht's rund, glaube ich. Sehr arrogant. Aber so wird das wohl sein. Hallo, Sandy. Nicht in so dunkle Räume. Oh, ist das dunkel. Seht ihr was? Okay, machen wir Licht an. Das ist ein Globus, ja? Ich sehe es. Das ist ein Globus. Aber ein ganz eigenartiger. Den soll ich antatschen, oder was? Wer hat denn das gesagt? Boah, das kam ja von der rechten Seite, war das unangenehm. Das Spiel sieht verdammt gut aus, ganz ehrlich. Und es läuft einwandfrei. Ich mag das nicht. Mann, du Drecksding. Do you remember who you were? Sorry Leute, ich bin gerade ein bisschen angespannt. Come. I will make you remember. Errungenschaft gerade erhalten. Licht, Kamera, Action. Ist ja gut, du musst ja nicht direkt alles kaputt machen, Mann. Es ist nicht hier so, dass... Oh, danke, lass mich hier raus, ey. Hier sind wir gerade reingegangen, oder? Loop. Da war doch die Schublade. Mit irgendwas drin. Hier ist ein neuer Zettel.
Das hört sich so sehr theatralisch an. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, weil irgendwie habe ich das gerade Gefühl, dass gehabt, dass der, dass sehr oft über den Regisseur gesprochen wird, dass der auch einen an der Klatsche hat. Kiwo, gute Nacht. Und diese ganzen Texte, die sind so theatralisch. Sehr komisch. Hallo, schönes Wäschen. Das ist eine Kamera, aber die ist weg von mir gegangen. Wo ist die Blume hin? Ich hasse das, wenn die dich, deine Aufmerksamkeit auf irgendwas ziehen. Du drehst dich um und dann ist das wieder was anderes. I believe in you. Atmosphäre ist echt super. Das gefällt mir richtig gut. Ein Vogelkäfchen. Und da ist was drin, was wieder komisch mit mir redet. Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison before we rot. Was soll das sein? Okay, ich weiß schon, was es ist. Aber, warum liegt das im Vogelkäfig? Alter, mach sowas jetzt nicht hier. Hatten wir irgendwo eine Zahl gehabt? Hatten wir irgendwo eine Zahl? Nö, ne? Hier ist keine Zahl drauf irgendwo irgendwie. Seht ihr eine Zahl? Nö, ich glaube, wir müssen woanders hin. Ah, hier ist was. Kann ich leider nicht drehen. Gibt es also nichts. Ja, ich weiß nicht, kann da nichts mit anfangen, glaube ich. Einfach nur, wie das Kind gerade gesprochen hat. Ein Kind mit viel Fantasie. Eine Zahl habe ich nicht bekommen. Oder habe ich irgendwo eine Zahl her? Hier ist nichts zu holen, ne? Nee. Gehen wir mal zurück. Hier hat sich wieso was verändert. Hier war ich doch gerade eben gar nicht. Oh, ich sehe meinen Schatten. Hallo. Das ist doch ein Männerschatten. Ich bin doch ganz klein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin schon mal keine Frau. Außer natürlich, die haben einen Männerschatten gemacht und haben es vergessen, dass es dann doch eine Frau war. Seht ihr irgendeine Zahl? Das ist das Einzige, was ich hier habe, ne? Und das eine Bild. Dritter Elfter könnte sein, ja? Könnte mal versuchen. Das war ja das Dia-Bild. Könnte mal versuchen. War ein Versuch wert.
Nee, auch nicht. Gibt es hier noch irgendwas, was ich nicht getan habe? Ausgerechnet so ein blöder, dunkler Raum. Oh Gott, was kann ich hier irgendwas erkennen? Ich kann das Bild nicht drehen, also wird hier nichts sein. Okay, ich glaube, wir haben eine Nummer gefunden. Ich habe es mir echt schwerer vorgestellt, jetzt da so oben hinzugucken mit einer Lampe. Naja, okay.